Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk L. Susan. Wofür bist du dankbar? Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Glaub an dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz? Ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast. Thank you, Mel. Upgrade Yourself, heute mit der Shanai. Ich bin hier in Rheinberg. Shanai, ist es okay, wenn ich dich kurz vorstellen darf an meine Zuhörer und Zuhörerinnen? Sehr gerne. Also, Shanai ist eine erfolgreiche Sängerin und Bandleaderin im Eventbereich. Für Firmenveranstaltungen, für Studiojobs in Deutschland, aber nicht nur deutschlandweit, nein, auch darüber hinaus ganz international. Und vor kurzem war sie sogar in Afrika. Und da bin ich gespannt, was du gleich berichten wirst. Meines Erachtens hast du ein kleines wenig dein Herz dort verloren an die Natur und die Tiere und die Menschen. Ich bin gespannt. Ja. Nebenbei singst du auch Kinderlieder ein, machst Radio- und Werbespots und vor 2 Wochen warst du noch und hast für Let's Dance Lieder auf Spanisch eingesungen. Du hast türkische Wurzeln und bist nicht nur ein Vorbild in dem, was du tust, sondern auch eine Freundin. Du machst private Auftragsarbeiten, wie zum Beispiel also auch für mich. Ja. Und ihr habt eventuell oder ganz sicher, wenn ihr diesen Podcast hört, schon das Intro gehört und nachher das Outro. Das ist von der Shanai, denn sie hat das Intro und Outro gemeinsam mit Tobias Philippen komponiert und produziert und Shanai hat es dann auch eingesungen. Und auch auf unserer Hochzeit, also meiner und Andreas, hat Shanai uns musikalisch begleitet und den Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht. Und sie hat auch den 40. Geburtstag von meiner Schwester und den 70. meiner Mutter zu etwas ganz Besonderem gemacht durch ihre Musik. Mit ihrer Band Reloom, die müsst ihr unbedingt googeln, ich werde das in die Shownotes packen, kann sie sich verwirklichen und auch sehr hochkreativ und frei als Künstlerin arbeiten. Sie kommt aus dem Gospel, das ist der Ursprung, hat sich aber wirklich durch alle Musikgenres gesungen, also von Weltmusik mit der Schelsicke Brassband und der Band Türkis, also in der sie türkische Lieder in Jazzversionen singt. Sehr spannend und schön. Ich habe sie schon mehrmals hören dürfen, nicht verstanden, aber genießen dürfen. Ja, und aufgepasst für alle die in der Nähe von Duisburg wohnen. Jeden ersten Sonntag im Monat kannst du Shanai live erleben mit einer tollen Sessionreihe im Steinbruch. Auch hier packe ich die Details in die Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken. Und da wirst du auch des Öfteren mich antreffen, denn ich liebe diesen Sonntagabend. Shanai hat außerdem eine eigene Kultur-Event-Reihe gestartet in Köln. Da möchte ich unbedingt gleich mit dir drüber reden, denn das wird im Juni stattfinden wieder. Und es möge also euch deutlich sein und auch dir, liebe Shanai, dass du nicht nur für mich eine ganz besondere Sängerin bist, du berührst mich mit deiner Stimme jedes Mal aufs Neue und ja, triffst mich einfach damit im Herzen. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dieses schöne Intro und Outro für mich eingesungen hast. Es bringt für mich immer ein Lächeln auf mein Gesicht, sobald ich meinen Podcast höre und das Ende angekommen ist. Und es ist für mich den schönsten Ohrwurm, den ich entwickelt habe. Schön. So, das ist schönes Intro, vielen Dank, Anouk. Sehr, 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 sehr gerne. Und ja, wie bist du zur Musik gekommen, Shanai? Wann hast du entdeckt, dass du so eine schöne Stimme hast? Stellen kannst. Wirklich. Weil ich eigentlich, ich möchte fast sagen, durch Zufall ans Singen gekommen bin. Ich habe wohl immer gerne gesungen, wie ich denke, fast jeder Mensch gerne singt und summt für sich hin. Und habe mir aber nie eine Karriere als Sängerin oder Künstlerin vorgestellt. Also das kam in meiner Welt nicht vor und auch in meinem Umfeld nicht. Also es gab jetzt keine Schülerband oder so in der Schule, wo man hätte was machen können oder vielleicht Freunde, ne, die Instrumente erlernen oder so. Es war alles ganz, ganz weit weg. Und mit Anfang 20 war ich mit einem Schlagzeuger zusammen. Und der hat mich dann mal singen hören in der Küche zum Radio. Und dann kam er um die Ecke und sagte, hast du gerade mitgesungen?
Und ich so, ja. Sagt er, du kannst singen? Und da waren wir schon 2 Jahre zusammen. Sagt er, du kannst singen? Und ich so, nein, ich kann nicht singen. Der, doch, du kannst singen. Ich habe es doch gerade gehört. Ich so, nein, kann ich nicht. Aber natürlich auch, wie es so dann in einem versteckt ist, dass man sich natürlich wünscht, ach, das wäre ja schön, wenn das schön wäre, was man da gerne macht. Und er hat mir da den Ohrwurm gesetzt, dass ich vielleicht auch singen könnte. Und weil er ein Profi war, habe ich dem auch vertraut, aber nichts daraus gemacht. Also ich habe auch dann nicht ihm weiter vorgesungen oder so. Also es war wirklich für mich absolutes Nein, ich kann das nicht und da gibt es jetzt nichts zu präsentieren oder zu wiederholen oder so. Dann haben wir uns getrennt, 2 weitere Jahre später. Und wie es so ist, oft nach Trennungen, dass man sich fragt, ach, was machst du denn eigentlich gerne oder womit willst du deine Zeit füllen? Und neben meinem Studium dachte ich dann, ja, eigentlich singe ich ja wirklich gerne und ich suche mir vielleicht einen Chor, weil die Menschen singen ja in Chören. Mhm. Also Hobby-Sänger, Wunschsänger gehen in Chöre. Und ich war so weit weg von einem musikalischen Umfeld, dass ich als Türkin dachte, in Deutschland gibt es nur Kirchenchöre, bei denen ich mich bewerben kann. Hab dann meinen Mut natürlich zusammengenommen, als Türkin dann cool. überhaupt bei Kirchenchören anzufragen. Und also ich war auch wenig selbstbewusst, war ja schon gar nicht, was das Singen anging damals. Und ja, habe dann bei 2 Chören mich beworben. Die haben mich auch eingeladen, also ich durfte da auch hin. Mhm. Aber ich habe mich einfach hingesetzt, die haben mir Noten in die Hand gedrückt und dann konnte ich halt mitsingen, wenn ich konnte. Ja, nein, nein, konnte ich natürlich nicht, weil ich weder lesen konnte. Nee. Nein. Und ich kannte natürlich auch die Kirchenlieder nicht. Und ja, diese 2 Absagen dann vor Ort waren einmal, dass es stimmlich nicht passt und die anderen, weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß auf jeden Fall, einer hatte gesagt, es passt stimmlich nicht. Was hat das dann mit dir gemacht, also so, wenn man so eine Absage bekommt? Das ist sehr merkwürdig. Ich habe eigentlich keinen Biss bei sowas, wenn einer sagt, du kannst das nicht, dass ich dann trotzdem weitergehe. Aber da hat mich irgendwas getrieben. Und weißt du noch, was das war? Ich erinnere mich, dass ich mir dachte, ich nehme einfach das Prinzip, alle guten Dinge sind 3. Ich versuche einfach noch diesen 3. Schön. so ein Lebensprinzip, ne? So ein Motto. Yeah. Alle guten Dinge sind 3. Und dieser 3. Chorleiter bat mich, eine Stunde vor dem Rest da zu sein, oder eine halbe Stunde vorher, damit ich im Chor singe. Und ich sollte doch 2 Lieder mitbringen und auch die Noten dazu. Und ich wollte mich ja auch in irgendeiner Art und Weise professionell darstellen. Ich so, ja, okay, ja klar, gar kein Problem. Und dachte dann, okay, wie kommst du an Noten und welche Lieder, was willst du dir überhaupt vorsingen? Und ich habe als Teenager von Barbara Streisand, dem Film Jentel, habe ich das Album hoch und runter gesungen. Total schön, ich liebe es auch, ja. Da dachte ich, ach, da nimmst du dir einen Titel draus. Und Tracy Chapman war meine 2. Heldin in Jugendtagen. Und da habe ich dann 2. Lied von rausgesucht. Und dann war es natürlich für mich erstmal ein ich wusste nicht, wo soll ich jetzt Noten herkriegen. Und damals ist man noch in die Stadtbibliothek gegangen. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Kann sich auch nicht vorstellen. Ist ja schon 20 Jahre her. Ja, Wahnsinn. Stadtbibliothek, dann geguckt, da gibt's Notenhefte. Und da habe ich tatsächlich diese beiden Alben auch gefunden und habe mir dann jeweils die Noten rauskopiert, bin dann dahin. Und er hat angefangen zu spielen am Klavier. Ich habe direkt meinen Einsatz gehabt. Ich habe es halt gesungen. Ich habe halt so gesungen, wie ich zum Original einfach mitsingen würde. So wie ich es eben immer gemacht habe als Kind. Ach, da muss ich echt schlucken. Also es war schon sehr aufregend für mich. Und nach diesen 2 Titeln sagte er, ja, wie lange nimmst du denn schon Gesangsunterricht? Und ich habe gesagt, ich nehme keinen Gesangsunterricht. Und wie alt warst du da jetzt? Da bin ich 24. Okay. Ja, ist jetzt 21 Jahre her, genau. Ja. Und wie lange nimmst du Gesangsunterricht? Meine Antwort, ich habe keinen Gesangsunterricht. Okay, und wie lange singst du schon? Ich singe noch nicht, ich will ja jetzt anfangen. Ne? Und ja, dann hat er mir
gesagt, dass es wirklich sehr besonders sei, die Färbung meiner Stimme, und ich hätte großes Talent. Und er würde sich sehr freuen, wenn ich in seinem Chor bliebe, aber er wüsste jetzt schon, dass das eigentlich nichts für mich wäre, auch für meine Stimme. Und dass er mir empfiehlt, in ein Gospel- oder in einen Jazzchor zu gehen. Das hat mir auch toll. Ja, super toll. Aber auf der einen Seite dachte ich, ach, das ist also eine andere Art der Absage. Aber eine sehr, sehr liebe Absage. Mit Lob. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich wüsste gar nicht, wo ich danach suchen soll. Und damals gab es zwei Zeitungen, die nannten sich Annonce und Marktplatz. Mhm. Da waren halt früher Stellenangebote und man verkauft. Und das waren eben zwei bekannte Zeitungen. Und da sagte er, ja, an der Annonce und in der Marktplatz sind immer wieder mal Anzeigen. Schaust du da mal rein? Okay, dachte ich, gut, mache ich. Natürlich gekauft, geguckt. Und tatsächlich, es gründete sich ein Gospelchor in Troisdorf. Ich bin Porzerin, aus Köln-Porz komme ich. Und Troisdorf ist eben nicht so weit. Und da stand überkonfessionell, alle Altersgruppen, einfach wer Lust hat, soll kommen und singen. Und dachte ich, ja, das bin ich. Hatte vorher keine Berührung mit Gospelmusik. Und ich habe schon gerne Soul und Hip-Hop, das ist schon die Musik, mit der ich groß geworden bin, also BBC Soul Train gehört und Yo MTV Raps, also das war schon alles in der Richtung, aber mit Gospel hatte ich noch keine Berührung. Ja, und dann bin ich dahin, und die Kurzversion ist, wir haben wöchentlich geprobt mit Kassetten, die Stimme, die man jeweils singt, war auf Kassette aufgenommen, also keine Noten, brauchte keine Vorkenntnisse. Wie groß war der Gospel? Da waren direkt 40, 50 Mitglieder, also wirklich Kinder und ältere Leute, alles bunt gemischt. Und dann haben wir 6 Monate darauf losgesungen. Jeder sollte sich auch hinstellen, wo er will. Wenn du glaubst, du singst hoch, stellst du dich dahin. Wenn du glaubst, du singst tief, dann stellst du dich dahin. Also so, es war wirklich überhaupt keine Kontrolle. Also es ging semi-professionell. Nur nach Lust. Oder auch, ja. Lust und Leidenschaft. Lust und Leidenschaft. Und dann nach 6 Monaten, und ich habe das sehr gerne gemacht, es war natürlich super, man ist in der Gruppe, man lernt, das ist ja alles immer... Was haben deine Familie und Freunde gesagt? Also, das habe ich keinem erzählt. Du hast es keinem erzählt? Ach so, nein, das weißt du gar nicht. Nee, das habe ich ganz heimlich für mich, neben meinem Studium, war das mein geheimes Hobby. Nee. Ja. Das habe ich einfach erstmal gemacht, um zu gucken, bevor ich das irgendwem erzähle, muss man erstmal gucken, ob man dranbleibt und ob man das kann. Und ich wollte mir das, glaube ich, auch so von keinem nehmen lassen oder so. Keinem erzählt. Auch das erste Konzert auch keinem erzählt. Aber nach dem ersten Konzert, wo ich gespürt habe, auf der Bühne, wow, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser. Danach habe ich alle eingeladen. Familie, meine Grundschullehrerin ist noch gekommen, meine Freunde. Und die waren da erstaunt wahrscheinlich. Die waren alle total platt. Das war, also ich wurde da, also nach 6 Monaten haben wir alle einen Gospel-Workshop gemacht mit einem Gospel-Voice-Trainer aus Hamburg, also auch eine Aufregung. Und nach diesem Wochenend-Workshop sollte jeder dann vorsingen, damit wir Solisten aus dem Chor heraus finden. Und da wurde ich eben gefragt, ob ich eine der Solistinnen sein will. Und bis dahin hatte ich wirklich kein Selbstbewusstsein darüber, ob das gut ist, was ich mache. Ich habe nur gemerkt, ich mache das gerne. Und ab dem Zeitpunkt habe ich den Anker gesetzt, wenn andere glauben, ich könnte das, dann sage ich ja, dann gehe ich den Schritt. Auch wenn ich das selber nicht glaube. Wenn andere das ist angenommen von anderen. Genau. Da sind ganz viele Schritte dann genau mit dieser Haltung passiert. Ich glaube nicht so sehr an mich, aber wenn die anderen denken, ich könnte das machen, dann probiere ich es. Ich versuche es. Toll. So ist das ins Laufen gekommen. Und was hat das mit dir gemacht, wenn dann andere so an einen glauben? Also ja, also auch Druck natürlich, ne? Leistungsdruck. Also ich möchte natürlich keinen enttäuschen. Ja, es war eine ganz freudige Zeit. Aber da kam dann direkt der erste Rebound. Ich hatte eine Freundin, die liebe Freundin habe ich immer noch, die war A&R bei der EMI
Und hat mich dann da, hat mich gehört und war schockiert auch, wie sie gesagt hat, was ich da kann. Und wollte mich direkt bei der EMI allen vorstellen, also wirklich mir alle Türen öffnen. Und ich bin dann zwar den Schritt zur EMI gegangen, aber innerlich habe ich das komplett abgelehnt. Ne? Und gesagt, ich kann das nicht, bin nicht gut genug. Und also es war alles viel zu viel und viel zu schnell. Vielleicht zu früh dann? Viel zu schnell. Mhm. Und ich war ja gar nicht gefestigt, überhaupt mit mir als Person und was ich da kann. Also ich habe wirklich, ja, ich habe Jahre gebraucht zu akzeptieren, dass ich wirklich singen kann. Dass ich eine Sängerin bin. Ja, wenn man so begeistert ist von einer Stimme, wie ich es bin, kann man sich das gar nicht vorstellen. Deswegen ist es wirklich eine schöne Frage immer für mich, weil das so eine wunderbare Geschichte ist, von der ich dann auch so zurückgucke und denke, ja, und das ist dir passiert, Janine, das ist deine Geschichte. Dass ich so mit Anfang 20, Mitte 20 Talent entdecke. Klar, ich habe es angeschubst, aber dass andere dann auch daran geglaubt haben, das unterstützt haben und ich dann eigentlich nur noch mit dem sogenannten Flow gehen musste. Also das Ja sagen. Sagen, ja, ich mache das. Ja, ich gehe damit. Ja, ich singe das Album ein. Ja, ich gehe auf Tournee. Ja, ich lasse die anderen Sachen jetzt mal ein bisschen liegen. Also die Uni hat natürlich gelitten in der Zeit. In der Tat, konntest du das, hast du dein Studium noch beendet? Also konntest du das überhaupt? Nein. Also ich habe dann alle meine Scheine gehabt, da ging es um die Magisterarbeit, aber im Dekanat kam dann heraus, dass ich das, also ich hatte kein Latinum und in der Kölner Uni gab es eine Ausnahmeregelung zu der Zeit, als ich mich immatrikuliert habe und durch einen Studienfachwechsel war ich in der neuen Ordnung und hätte dann das Latinum doch noch haben müssen und nun war ich am Ende meines Studiums ohne das Latinum, was eigentlich nur ein Ausschlusskriterium ist. Also ich brauche nicht die Fähigkeit, das Latein zu sprechen für das, was ich da studiert habe. Ja, und dann war es für mich eher ein Angang zu sagen, ich nehme mir jetzt das Jahr aus meinem Musikleben. Also ich war ja dann schon, ich war auf Tournee und ich habe Backings gemacht, ich habe schon mein Geld damit verdient, ich war so, war im Geschäft, ja. Und da die Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt ein Jahr raus, um trotzdem noch mein Studium abzuschließen, war schon eine Entscheidung. Und dann zu hören, ich muss dann noch ein Jahr an der Tino machen, also ein zweites Jahr an der Uni, das habe ich dann leider abgelehnt. Das hängt mir noch nach. Weil ein Abschluss ist schon so irgendwie eingetrichtert. Sollte die Dinge doch zu Ende bringen und einen Abschluss, sowas in der Hand haben. Es war jetzt auch für mich eben komisch, dann Sängerin zu sein und Geld zu verdienen mit etwas, was ich letztendlich nicht gelernt habe, wo ich nicht für ackern musste. Ne? Ist das so, womit du auch so groß geworden bist? Also die kleine Schanei, so, ich sag jetzt mal, aufgewachsen ist in einer Familie, wo man sagt, okay, Abschluss muss da sein oder man muss einen gefestigten Beruf haben, weil der Beruf der Künstlerin, der Sängerin ist ja wahrscheinlich auch, bringt ganz andere Facetten mit sich mit. Also ganz ehrlich, man muss als Selbstständiger, man muss sehr fleißig sein, man muss viel arbeiten, man muss viele unterschiedliche Bereiche abdecken. Ne? So mit dem Künstler da sein, alleine ist das Leben auch nicht gemeistert, natürlich. Ich komme aus keinem akademischen Umfeld. Meine Eltern haben mich eigentlich immer mit dem unterstützt, was ich mache. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass mein Vater gesagt hätte, ja, du musst jetzt aber deinen Abschluss machen, sondern eher im Gegenteil, er es unterstützt hat, wenn man sein Leben bestritten hat. Also, toll. Und ich habe gearbeitet, ich habe schon sehr früh auch gearbeitet und mein Geld verdient. Also da hatte ich schon meine Fleißpunkte eigentlich immer abgearbeitet. Und da waren die nicht gegen. Also das wurde unterstützt, mitgegangen. Also unterstützt im Sinne von, dass sie mir da keine Hindernisse gemacht haben. Es gab keine Sanktionen oder so. Was soll das? Lotterleben, Musikerin, was soll das sein? Ne? Meine Eltern lieben ja auch Musik. Also der musikalische Anteil in der Familie ist auf jeden Fall da. Hast du von jemandem das Talent womöglich? Ja, ich denke jetzt im Nachgang, dass ich das Talent meiner Mutter hatte. Obwohl sie jetzt Gesang nicht ausgelebt hat, aber die haben alle, also meine türkische Familie,
wenn die zusammenkommen, wird immer gesungen. Es wird gesungen und wenn du ein Instrument kannst, kommt das irgendwann raus. Und dann singen alle schön traditionelle Lieder oder auch moderne Poplieder. Da ist ja in unserer Kultur ganz andere, ja, Musiktraditionen. Zum Beispiel? Also, das ist so Tradition? Ich kann leider keine türkischen Lieder, die jetzt eben meine Eltern singen würden, da kann ich leider nichts von singen. Und kannst du ein Instrument spielen eigentlich? Ich kann auch kein Instrument spielen. Ich habe natürlich motiviert, wie man immer wieder dann halt ist, so durch die Umgebung, durch die vielen Musiker, mit denen man zusammen ist. Ich habe Bass gelernt, ich habe Klavier gelernt, aber es ist nichts hängen geblieben. So wie es mit allem ist, das Lernen alleine. Ich habe jetzt auch vor anderthalb Jahren mir eine Gitarre gekauft und dann auch ganz hoch motiviert begonnen. Aber wenn man nicht dranbleibt, dann geht es leider verloren. Aber also, das sagtest du eben schon, so Fleiß, fleißiges Bienchen, Fleißpunkte sammeln. Der Weg, ne, von dem, was du sagst, also du bist dann als eine der Solistinnen in dem Gospelchor gewesen, hattest deinen Auftritt, bis zu jetzt, da sind 20 Jahre, liegen jetzt ungefähr dazwischen. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie die Reise gegangen ist und wie dir eventuell Fleiß dabei geholfen hat? Oder war es was anderes vielleicht? Ja, wie hat mir der Fleiß dabei geholfen? Also man muss für alles, was weitergeht, was sich weiterentwickelt, braucht eine Art Investition. Und die Investition ist die Energie, die Leidenschaft, die Zeit, manchmal das Geld, was man da rein investiert. Das würde ich jetzt mal so als Fleißanteil daran vielleicht sehen. Es ist selten so, dass etwas von ganz alleine läuft. Da müsste ich jetzt wirklich mal überlegen, wer einfach brach liegt und es funktioniert. Es ist einfach nicht möglich. Also du musst fleißig sein, du musst an den Dingen dranbleiben, du musst dich wehren gegen Meinungen, du musst dich wehren gegen andere Prioritäten, die im Leben dann halt sind. Man muss sich wehren gegen Krankheit und all das. Also ich meine jetzt wehren im Sinne von, ich bleibe auf meinem Weg. Ich mache das weiter. Authentisch bleiben. Man folgt seiner, so plump es sich anhört, und man folgt dieser Leidenschaft. Ich bin vor ein paar Jahren einer jungen Sängerin begegnet, die mir dann erzählte, wie sehr sie das bewundert, dass man eben den Weg der Sängerin geht oder des Künstlers, der Musikerin. Und dass sie das nicht könnte, weil sie wäre doch sehr sicherheitsorientiert und das könnte sie nicht, wenn sie dann nicht wüsste irgendwie, wie eben das Geld reinkommt und so weiter. Und das würde sie sehr bewundern, wenn man diese Fähigkeit halt hat, ne? Und dann habe ich gesagt, ich bin das auch. Also ich bin total sicherheitsorientiert. Ich bin überhaupt nicht irgendwie Lotterleben und ach, Geld haben, Geld nicht haben oder ach mal was Schulden haben oder was nicht bezahlen können. Das geht für mich gar nicht. Also für mich ist es total wichtig, unabhängig zu sein, Sicherheit zu haben. Und mein Leben, also diese 20 Jahre, man hat nicht immer ein Hoch als Selbstständiger. Kein selbstständiger Betrieb hat ein ständiges Hoch. Das gibt's einfach nicht. Also man hat immer auch die Tiefphasen. Und die einzige Antwort, warum man das tut, ist, weil es dich treibt. Und das ist dieser Fleißanteil. Es treibt dich. Es ist deine Leidenschaft. Du weißt, das muss ich tun. Das erfüllt mich oder das braucht mich. Ich brauche das. Es funktioniert nicht anders. Also das andere ist nicht denkbar. Und wenn du es denken kannst, also wenn du darauf verzichtest, wie diese junge Frau, ist meine Antwort darauf, dann ist das nicht deine Leidenschaft. Dann machst du das gerne. Hobby. Darf es dein Hobby bleiben. Genau. Weil das ist ja auch was Wunderschönes. Aber wenn es dich so zieht, denkst du nicht darüber nach, kann ich denn dann regelmäßig meine Miete bezahlen? Na, irgendwie musst du es dann machen. Also irgendwie ist das dann zu leisten, neben dem, was dich zieht.
was die Leidenschaft ist. Und was bringt dir die Musik? Was bringt dir das Singen? Ja, Freude, Energie, Sein, Verbundenheit. Ich bin dann einfach glücklich. Es ist eine Fähigkeit, die mir geschenkt wurde. Das kann ich nicht anders wiedergeben. Es ist ein Geschenk, von dem ich habe lange gebraucht, dieses Geschenk anzunehmen. Wirklich als das Geschenk, als was es ist, dass man es einfach kann. Ich kann es einfach. Ich musste dafür nicht fleißig sein, für singen können, sondern das Drumherum. Man muss natürlich lernen und all das. Aber das Singen, das ist ein Geschenk, ja. Und es macht mich glücklich. Und du machst ja das hauptberuflich, also du bist ja eine Künstlerin, Sängerin, was ich eben alles aufgezählt habe. Es ist ja eine richtige Bandbreite auch von dem, was du machst. Von welchem Projekt hast du Lust zu erzählen, was dich glücklich macht oder was besonders ist, von dem du sagst, oh, das ist etwas, was ich gerne unter die Aufmerksamkeit bringe? Letztendlich ist wirklich, und das ist nicht nur so gesagt, aber jeder Auftritt ist schön. Total schön, möchte ich fast sagen. Jeder Auftritt ist total schön, auch wenn er anstrengend ist. Auch wenn es Arbeit ist, auch wenn es Dienstleistung ist, also ich bin ja in all diesen Bereichen, oder wenn es eben zu einer privaten Freude ist. Großen Freude bei uns, ja. Jeder Moment, wo ich das sein darf, wo ich das tun darf, ist ein Geschenk, ist einfach ein schöner Moment. Und das hält es auch natürlich lebendig. Welches Projekt oder was eben da jetzt so raus schaut, ist natürlich, wie du es auch schon in deinem schönen Intro erwähnt hast, der Bereich, in dem ich mich künstlerisch ganz frei entfalten darf. Und da bin ich auch wirklich gesegnet mit der Band Reloom. Das ist so ein Geschenk und auch so eine große Herausforderung. Jedes Mal, weil wir auf die Bühne gehen, keiner vom anderen weiß, was an Musik, an Energie da jetzt passieren wird. Und wir uns alle aufeinander einlassen, alle daran glauben, dass wir etwas Schönes gemeinsam musikalisch kreieren. Und dann die Fähigkeiten, die man natürlich erlernt hat, also es kann jetzt nichts ganz Schreckliches dabei rauskommen, weil wir alle Profis sind. Wir können vielleicht noch ganz kurz, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nicht wissen, was Reloom genau macht, also warum weiß man noch nicht, wenn man auf die Bühne geht, was man singt, vielleicht kannst du kurz erklären, was euer Konzept ist. Weil für dich ist das wahrscheinlich normal, aber für vielleicht die Zuhörer noch nicht. Weil wir es schon so lange machen. Das Konzept sind 4 Musiker, die auf die Bühne gehen. Es wird ein Impuls gegeben vom CJ Mazou, Computer Jockey Mazou, der am Computer vorgefertigte Beats und Sounds, also das ist das Einzige, was vorbereitet wurde von ihm, dir als Impuls in dem Moment dann rausgibt. Also es kann auch das sein. Ja, also ich schnipp's jetzt einfach mal ganz. Was haben wir damit? Damit haben wir ein Tempo und man hat irgendein Geräusch, eine Geräuschkulisse, eben eine Basis. Das ist der Impuls, der gegeben wird. Und dann gibt's Tobias Philippen an den Synthesizern, Keyboards. Da ist wirklich eine schöne große Burg. Da kommen die Live-Instrumente dann zum Tragen. Da kommt dann ein Akkord dazu. Oder manchmal, so kurz zu erklären. Gut, dann gibt's also Tobias Philippen an den Synthesizern. Dann gibt's Giacomo Di Benedetto und Shanai als Sänger, Sängerin. Und wir haben noch Loopstations und Effektgeräte, an denen wir auch ein bisschen dann mit unserer Stimme arbeiten können und es verfremden, um nicht immer text- und melodieabhängig auch zu sein. Ja, und wir 4 treffen uns auf der Bühne und musizieren. Wir komponieren live. Ihr komponiert live, das muss man sich mal vorstellen. Fantastisch. Letztendlich ist das eine Komposition, die wir aber, das darf ich auch sagen, selber nie wieder so nachspielen können.
Es ist ja so komplex, es kommt ja immer aus dem Nichts. Wenn wir jetzt erlernen müssten, einer unserer Songs nachzuspielen, die ja auch meistens 8, 9, 10 Minuten lang gehen, wäre das eine richtige Aufgabe. Also ich kann euch nur sagen, ich habe es schon mehrmals live miterleben dürfen, es ist wirklich fantastisch, weil man selbst auch so gespannt ist, weil man ja als Zuhörer, zumindest wenn man da sitzt, man weiß, es entsteht jetzt etwas, was ihr selbst eigentlich noch gar nicht wisst. Und ich werde die Shownotes, mit ein paar Links verpacken zu Reloom, damit ihr euch das mal anhören könnt. Aber ganz kurz nur, weil du stehst ja demnächst auch mit Reloom in Köln. Bei meinem Festival. Bei deinem Festival, genau. Ne? Sonntag, 16.06. im Alten Pfandhaus. Also Sonntag, 16.06. im Alten Pfandhaus in Köln. Ich werde den Link in die Shownotes packen. Kommt alle und hört euch das an. Es ist einfach nur fantastisch. Ja, es ist fantastisch und es ist sehr ungewöhnlich. Gibt es sowas vergleichsweise eigentlich? Wir haben es nicht kennengelernt. Also wir haben schon natürlich danach gesucht. Man will natürlich wissen, was machen andere. Oft wird es dann doch mit Jazz, weil es da eben diese Freiheiten gibt, verglichen. Aber es ist auf jeden Fall Popmusik, es ist kein Jazz. Und es gibt nichts Vergleichbares. Also, und ihr seid ein super eingespieltes Team, oder? Muss man sich auch kennen, oder? Wenn man sowas über macht, Jahre oder? Ja, haben wir das ja jetzt, ich glaube, jetzt sind 6, 7 Jahre schon zusammen. Und wenn man sich die Anfänge anhört, sind die schon einfach sehr viel, ich sag mal, leichter gestrickt. Und jetzt ist es wirklich sehr komplex. Und wir veröffentlichen ja auch diese Live-Aufnahmen. Also wir nehmen das mehr Spur auf, weil diese Ideen gehen verloren. Mhm. Wir wissen es danach nicht mehr. Und wo kann man die dann einhören, kaufen, sehen? Ja, auf Amazon, iTunes. Ach so. Also das ist schon veröffentlicht. Das kann man dann gerne. Bandcamp gibt's das. Ein ganz schönes Portal für Musiker, wo es ein bisschen mehr Geld dann für den Künstler am Ende gibt, als es das bei den gängigen Musikportalen ist. Ja, das kann man dann kaufen. Das werde ich, die Links werde ich dann mal, die wirst du mir bestimmt geben, werde ich dann rein in die Shownotes tun. Wenn du jetzt sagst, hier 16.06. ganz kurz, was ist das dann? Also in Köln mit Reloom, was organisierst du da? Ja, also das verbindet, also wenn ich eben zwei Dinge so aus meinem musikalischen Leben hervorheben darf, dann ist das einmal Reloom, weil ich da selber entdecken darf, was ich kann, wer ich bin, worum es mir geht, weil es so frei ist. Es gibt keine Vorgaben. Also ich kann da singen, was ich möchte und was ich kann. Ich kann ja nicht alles. Und dann merke ich, ah, das sind deine Fähigkeiten. Ach, sowas machst du gerne. Ach, das kannst du gut. Ach, darum geht es dir also textlich, inhaltlich. Da blühst du auf. Weil der normale Kontext im Coverbereich lernst du die Lieder anderer Interpreten. Und natürlich spricht dich das eine oder andere an und liegt dir mehr oder weniger, aber letztendlich. Aber du hast ja auch eigene Lieder geschrieben und entworfen, ja, ne? Und eine eigene CD. Ja, das habe ich auch gemacht. Das hat auch seine Schönheit, weil man dann daran feilen kann. Aber da ist es auch eine sehr schöne Frage. Mit Songs, an denen man so gefeilt hat, oder ich sage nicht Mann, sondern ich, hör sie mir im Nachhinein an und denke, ah, das hätte noch so und das hätte noch so und das hätte noch so sein können. Bei Reloom, da habe ich nichts zu kritisieren, weil ich genau weiß, ja, das kommt aus der Inspiration. Das kommt aus dem Moment. Das kommt aus dem Moment heraus. Mhm. Und da kann keiner mit dem Finger drauf zeigen, weil es ist letztendlich gut, was da passiert. Es darf besser sein. Imperfektionismus ist Perfektionismus in dem Moment eigentlich. Also alles, was geschieht, ist gut. Eine Gesangskollegin hat mir mal den schönen Satz gesagt. Also sie ist eine ganz wunderbare Jazzsängerin und wir waren zusammen auch in einem Kontext, wo improvisiert werden sollte. Und ich war sehr aufgeregt. Die Sängerin heißt Inga Lüning, ganz wunderbare Frau. Und dann habe ich gesagt, Inga, wie machst du das eigentlich? Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich das nicht hinkriege und so. Und sie sagte dann den Satz, den hat sie auch von einem Professor bekommen, aber perfekt ist langweilig. Perfekt ist langweilig.
Und das hat mir, da kann ich jetzt auch, da atme ich so durch, wenn ich das höre. Und natürlich wollen wir, dass die Dinge perfekt sind, weil wir denken, perfekt ist schön, weil wir perfekt mit Schönheit, ja, verbinden. Das ist perfekt, ist 100%. Aber so viele Dinge, die nicht perfekt sind, sind auch wunderschön. Und vor allem, wenn sie aus dem Herzen kommen, wahrscheinlich. Ja, ja. Und spannender und ehrlich. Und das ist auch das Schöne an diesem Projekt, dass man die Erlaubnis hat, Fehler zu machen. Oder die Erlaubnis hat, sich zu entwickeln. Das hört man auch in den Songs, dass ich jetzt zum Beispiel versuche, eine Phrase zu setzen, aber ja noch gar nicht genau weiß, geht denn der nächste Akkord wieder dahin von Tobias, von dem ich glaube, wo er hingeht? Bleibt dann der Rhythmus da, von dem ich glaube, dass er da bleibt? Oder verändert den jetzt dann mal so? Total spannend. Und man beginnt, man setzt einen Satz, eine Melodie, und dann merkst du, die sitzt aber noch nicht. Und dann wiederhole ich es und ich wiederhole es und wiederhole es. Und bei der fünften Wiederholung, dann sitzt es erst. Und das ist in Ordnung, weil danach sitzt es ja. Da ist dann meine Glückseligkeit. Und am Anfang habe ich mich aber getraut, und das ist es ja, sich zu trauen, diesen Fehler vielleicht öffentlich zu machen. Und dann auch zu sagen, und jetzt entwickle ich mich. Und jetzt stehen wir da. Gut. Cool. Das ist sowas Tolles. Und das verbinden zu können mit dem Festival, und das Festival deckt eine, also Leidenschaft darf man das jetzt nicht nennen, aber ich fühle mich halt, mit Relum fühle ich mich zu Hause, weil ich da einfach alles machen darf und es ist ein ganz tolles Projekt. Und bei dem Festival darf ich ausleben, dass ich Lust habe, unterschiedliche Kulturbereiche zusammenzubringen. Auch vieles, was ich selber gar nicht kennenlernen darf, eine schöne Zeit, gesellig sein, einfach an einem Ort sein, 4-5 Stunden, was zu essen bekommen, ein bisschen Musik, ein bisschen Fotografie, ein bisschen Theater. Du warst ja auch schon da mit einem Vortrag. Das war total schön. Es war so schön, um Teil dieses Festivals zu sein, also diese Energie da zu spüren, aber auch die Leute, die dort waren. Es war einfach sehr inspirierend, der ganze Nachmittag und Abend. Und dass Menschen da hinkommen, die normalerweise, also die meisten am Anfang, natürlich kommen die erstmal für die Musik. Als Bandhaus steht für Musik, Chanel steht für Musik, gehst du erstmal deswegen dahin. Und dann bekommst du auf einmal einen Vortrag, ne? Ein Speech von dir. Und das sind dann Menschen, die normalerweise jetzt nicht zu einem Vortrag zu dir gekommen wären, bekommen aber davon dir eine halbe Stunde geschenkt. Und da habe ich sehr viel Feedback drauf bekommen. Also auch im Nachhinein bei weiteren Festivals. Hanno Busch war im zweiten Festival dabei, ein Gitarrist und Freund, Jazz. Und da gab es auch in meinem Umfeld Stimmen, die erstmal sagten, so, ja, also das bräuchte ich jetzt nicht, ne, den Jazzbereich. Wo ich genau von den Leuten danach das Feedback bekommen habe, das war so schön, was der Hanno da gespielt hat. Das finde ich toll. Man entscheidet sich einmal, seine Zeit an einem Ort zu verbringen, von dem man ausgeht. Das ist einfach erstmal ein netter Ort. Das ist eine gute Energie. Da hat man eine gute Zeit. Man bekommt Essen und zu trinken und man sind nette Leute, so. Und dann bekommst du noch etwas, wofür du normalerweise nicht aus dem Haus gehen würdest. Das gefällt mir an meinem Festival und ja, das wünsche ich mir, dass das immer weitergeht. Und bisher ist es eben alle 6 Monate angelegt. Und je besser es läuft, desto häufiger darf das sein. Also altes Pfandhaus, 16.06. Yes. Ich bin dabei. Ich freue mich schon. Ja. Der Podcast heißt ja Upgrade Yourself. Die Episode heißt aber Podcast an mein jüngeres Ich. So, jetzt geh doch nochmal zur Chanel in ihrem Kinderalter oder Jugendzeit. Was würdest du der Chanel mit dem Wissen, was du heute weißt, ne, mit dem, was du heute machst, als 10, 12, 16, 18-Jährige, das darfst du dir aussuchen, was würdest du ihr mitgeben und ihr sagen wollen? Ich würde sie anstrahlen wollen und sagen, mach dir keine Sorgen, geh einfach deinen Weg. Es gibt Platz genug für alles, was man machen möchte in seinem Leben. Und letztendlich stelle ich mir gerade meine Nichte und meinen Neffen vor, weil das sind ja so quasi mein jüngeres Ich, denen ich genau das sage, macht euch keine Sorgen über Noten und so weiter, wenn etwas mal nicht gut läuft, ja, wo man sich als junger Mensch dann Sorgen macht, oh, was wird aus mir und ich bin nicht gut in Mathe oder sowas und sich schon Sorgen macht in ganz jungen Jahren, da würde ich eben an mein jüngeres Ich sagen, mach dir keine Gedanken, es gibt Platz für dich, für dein Sein, so wie du bist, mit deinen Fähigkeiten und deinem Können und deinem Nicht-Können,
Ja, man kann alles lernen zu jedem Zeitpunkt. Das ist auch etwas, was ich mir sagen würde. Und diese, ja, sehr, manchmal doch sehr schwer erarbeitete Selbstliebe, dass man sich selber schön findet oder stark findet und gut findet, das wäre noch mein Tipp an mich. Mach das so früh du kannst. Fühl dich wohl, fühl dich schön, fühl dich richtig. Das vermittle ich, wenn ich jungen Menschen begegne, und das würde ich auch meinem süßen kleinen Ich, meinem verrückten Glockenkopf von damals sagen: Mach dir einfach keine Sorgen. Es wird alles, jeder findet seinen Platz. Und das ist das Wichtige heutzutage, bei sich zu bleiben und nicht so sehr versuchen, in Konkurrenz schon so früh, ne? Also in Konkurrenz im Sinne von, ich muss so gut sein wie er, ich muss so schön sein wie sie, ich muss das, das muss man können, das. Also dieser Druck, dieser Leistungsdruck, ist es auch gut, es treibt auch an, auch alles hat seine Berechtigung, aber es darf einen nicht bremsen. Und das ist so, glaube ich, die schönste Empfehlung, die ich mir geben könnte oder jungen Menschen geben möchte. Man findet seinen Platz, man muss bei sich bleiben und nicht versuchen, das zu machen, was andere vorgeben oder was andere auch vorleben, sondern immer wieder mal gucken, was man selber möchte. Und man kann alles zu jeder Zeit verändern. Und das sind so Floskeln, sagen ja dann viele, ne? Du bist deines Glückes Schmied und so, ja, du kannst das ja leicht sagen, weil du bist ja das oder du hast ja jetzt diese Fähigkeit oder ne? Also von außen auch kommt so, ja, für dich ist das leicht, weil du bist ja so. Und ich denke mir, ja, aber ich habe es mir ja auch erarbeitet. Also mir ist das auch nicht zugeflogen. Ich habe eben erzählt, dass ich mich nicht getraut habe, jemandem zu erzählen, dass ich jetzt in den Chor gehe oder dass ich jetzt Sängerin sein will oder singe, überhaupt zu singen. Und eigentlich, was ist denn schlimm daran, in den Chor zu gehen oder was gibt es denn daran auch zu verstecken? Ne? Aber also wenn ich das höre, ich finde es Wahnsinn, was dann in deinen letzten 23 Jahren, was du dann, ja, wie du das gemacht hast und welchen Weg du gegangen bist. Das ist ja von jemandem, der es vielleicht für sich erst gar nicht akzeptieren konnte und wahren konnte, jetzt so das auch wirklich auszuleben. Toll. Gab es da Momente, dass so für dich, ich sag mal so, wenn man so seiner Leidenschaft, wie du gerade sagst, wenn man bei sich bleibt, wo man mal dachte, oh, ich zweifle jetzt gerade, ich glaube, ich nehme jetzt doch einen Job als ... Und wenn ja, wie hast du das geschafft, um da durchzukommen und doch bei dir zu bleiben? Also ich habe mir immer gesagt, ich bin nicht abhängig davon, Sängerin sein zu müssen. Ich bin eben sehr fleißig und ich kann jede Arbeit machen. Ich habe gute, viele Fähigkeiten. Also ich kann zu jeder Zeit etwas anderes, Sinnhaftes tun. Das war eigentlich immer mein Fallback. Also dass ich wusste immer, ich kann mich auf mich verlassen. Ich kann auch ich kann Büroarbeit machen, ich kann Handwerksarbeit machen. Also ich bin mir da weder zu schade noch zu unfähig für diese Dinge. Also ich wusste, es gibt immer eine Alternative. Ich mache das nicht aus dem Muss heraus. Weil es nichts anderes gibt. Wie ich mal sage, nicht müssen, sondern sollen, sondern dürfen und wollen. Ja. Es ist eine. Ich sag's nochmal, es ist ein Geschenk, es ist eine Fähigkeit und die lebe ich aus, weil es mich auch antreibt. Ja. Aber wenn es irgendwann zur Qual, zur Last wird, dann habe ich immer gesagt, dann machst du natürlich was anderes, damit das auch seine Schönheit behalten darf. Also darauf habe ich wohl in den ganzen Jahren immer geachtet, dass ich eben meinen Ausgleich habe, indem ich eigene Sachen mache, indem ich Konzerte mache oder eine Sessionreihe und nicht immer der Dienstleister bin, wo man auch, das ist Arbeit, es ist viel Vorbereitung, es ist viel Energie, all das. Es gibt viel auch Konkurrenz, wobei ich also Konkurrenz nicht falsch verstehe. Ich sehe es jetzt nicht negativ gemeint, sondern es sind einfach die Mitstreiter, die da sind, die motivieren, an denen man sich orientiert. Ja, also das
Jetzt hast du gerade Ausgleich gesagt. Es gibt eine Sache, da möchte ich noch ganz kurz drauf ansprechen. Denn dein Leben ist ja voller Musik, ne? Stimme. Und jetzt hast du aber vor einigen Wochen hast du mal 10 ganz besondere Tage verbracht, in denen du dein, ich sag jetzt mal, dein Stimmorgan nicht eingesetzt hast. Kannst du von dieser Zeit ganz kurz berichten und was dich dazu angespornt hast, um 10 Tage lang zu schweigen? Ja, ich habe geschwiegen. Das war herrlich. Da kann ich auch wieder atmen. Ah, es war so schön. Also, es war ja nicht nur Schweigen, sondern es war wirklich Gedankenhygiene. Also es gibt ja die Stimmhygiene, die wir Sängerinnen haben. Dass man halt darauf achtet, dass man lieb ist zu seinen Stimmbändern, dass man denen Schlaf gibt und Feuchtigkeit und Ruhe und all das. Und und jetzt für die Gedankenhygiene. In dieser Zeit, in diesen 10 Tagen, hat man eben nicht nur geschwiegen, sondern es gab gar keine Art der Kommunikation, also auch keine Gesten. Also es gab kein Anlächeln morgens, kein Bedanken. Da gibt es einen Namen für, ne? Wie heißt das immer? Vipassana. Passana. Vipassana. Vipassana. Vipassana-Meditation. Letztendlich habe ich in diesen 10 Tagen eine Meditationsform gelernt. Es geht nicht nur um das Schweigen, sondern um das Meditieren. Und Kontext ist 10 Tage. Nicht reden. Aber das Schweigen weitet sich eben auch aus auf das generelle Kommunizieren. Also keine Gesten. Ja, kein Dankeschön, wenn dir jemand die Tür aufhält oder eben morgens mal lächeln oder so ein begrüßendes sich in die Augen gucken oder sowas gibt es nicht. Es wird nicht gelesen, es wird nicht geschrieben und es wird nichts gehört. Also keine Musik oder Podcasts. Ich darf nicht schreiben und nicht lesen. Ja, ist erstmal eine Herausforderung natürlich, aber ich muss sagen, ich war schon vorher so in Vorfreude. Also wirklich, ich habe mich so gefreut auf diese 10 Tage. Dieses Abschneiden von allem und nur auf sich selbst zurückfallen, auf seine Gedanken zurückfallen. Das fand ich einfach total spannend. Also die Freude nährt sich über die, dass ich das so spannend fand. Weil die 10 Tage waren natürlich kein Zuckerschlecken, würde ich sagen. Ich kann es mir sehr schön vorstellen. Es war natürlich nicht nur schön. Es war sogar schrecklich. Es war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und am 7. Tag... Sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Also ich will das sofort wieder machen. Also ich wollte auch, also als dann der 8. Tag war, dachte ich, oh Gott, es gibt nur noch 2 Tage. Und am 10. Tag durfte man dann ja wieder sprechen, auch miteinander, damit man auch wieder in die Normalität kommt, ne? Bevor man dann wirklich rausgelassen wird, auch wieder in die normale Welt, durften wir dann miteinander reden. Und einige haben das sofort geschafft und gemacht und geschnattert und gelacht und so weiter. Und ich dachte, oh Gott, wie geht das jetzt? Worüber redet man jetzt überhaupt? Weißt du, so was ist wichtig? Worüber redet man denn jetzt? Was ist denn jetzt Thema eigentlich, wenn du jetzt reden darfst? Es war für mich ganz, ganz, ganz komisch und ich wollte es auch noch nicht. Also ich hätte noch wunderbar 10 Tage dranhängen können und werde auch nächstes Jahr das nochmal machen. Toll. Also für mich eine große Inspiration. Das ist sicherlich einer der Sachen, die noch auf meiner Liste stehen, um mal zu machen und das zu erleben. Ich möchte dazu aber noch sagen, das ist jetzt, in meinem Alltag findet schon Meditation und Ruhe statt und ich liebe Stille. Also es ist nicht so, vielleicht wie man sich das vorstellt, dass ich auch den ganzen Tag Musik höre. In meinem Kopf ist immer Musik, weil ich natürlich auch lerne. Man wiederholt natürlich auch im Geiste, also nicht immer aktiv und laut. Deswegen liebe ich auch die Stille. Und wenn ich richtig Stille habe, ist auch super, aber die Stille der Natur ist natürlich wow. Das ist wahrscheinlich dann die Balance und der Ausgleich, ne, zu deinem täglichen. Ja, da atme ich wieder tiefer ein. Ne? Und ich meditiere, also ich suche die Ruhe für meinen Geist. Also es ist dann nicht nur die körperliche Ruhe, wenn man mal spazieren geht oder im Wald ist, sondern
wirklich den Geist zu beruhigen, ihm einfach mal den Raum zu geben, nicht denken zu müssen oder wenn er denken möchte, immer wieder zu sagen, das darfst du jetzt in diesem Moment loslassen, weil das gibt's jetzt nicht zu tun, das gibt's jetzt nicht zu reflektieren. Das einfach mal dich auf den Atem konzentrieren oder auf irgendeine andere Sache, aber nur auf eine Sache. Deswegen das Meditieren und Stille und so weiter, das war mir jetzt eh schon etwas, was mir nah ist, aber 10 Tage ist schon eine große Herausforderung. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr, sehr empfehlenswert für jeden Menschen. Also wirklich in den ersten Tagen bin ich, glaube ich, jeden Menschen, den ich im Herzen trage, durchgegangen. Dachte, der muss das machen, die muss das, alle Menschen müssen das machen. Und danach geht man aber natürlich da raus und weiß, keiner muss es machen. Also A, erstens, keiner muss es tun. Und B, ich werde es jetzt auch nicht rumerzählen. Entweder zieht es dich dahin und es spricht dich an, jetzt so wie für dich. Ne? Ich habe natürlich wissen, dass mein Umfeld wusste, dass ich musste mich ja auch 10 Tage abmelden von allem und habe dann einfach erzählt, dass ich 10 Tage mich rausziehe, ins Schweigen gehe. Und den einen oder anderen spricht es halt an und dann ist es gut und den einen oder anderen aber eben nicht mehr. Vielleicht ist durch den Podcast und das Interview von uns jetzt hier sich der eine oder andere inspiriert fühlt und ich werde ihn, da gibt es ja bestimmt einen Link, wo man sich da anmelden kann. Ich habe gehört, dass es innerhalb von ein paar Sekunden auch schon sofort ausgebucht das war, also darum. Es gibt ja so viele Parallelwelten, möchte ich hier auch nochmal anmerken. Wir sind alle so mit unserer Welt beschäftigt und die ist schon groß genug, die ist ja schon riesig und durchs Internet sowieso. Aber dann kommst du in so eine Welt und machst die Tür da auf und siehst, wie viele Menschen wöchentlich, also in meiner Gruppe waren wir 200 Personen. 200. Man fragt sich, wo kommen die überhaupt hin, diese 200? Und es gibt 15 dieser Orte. Ja, also, und dann fragt man sich, wie kommt es, dass ich erst jetzt auch davon gehört habe, ne? Ja, also man wird wirklich überrascht. Es sind sehr viele junge Menschen. Das fand ich auch überraschend. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Shownotes packen, kann der eine oder andere sich ja mal anschauen und vielleicht, dass noch ein paar mehr zu den 200 dann dazukommen. Zum Abschluss, liebe Shanna, habe ich ein paar ganz kurze Fragen, die ich in meiner Interviewreihe ganz gerne nochmal die Fragen stelle, mit einer kurzen Antwort vielleicht dazu. Und zwar zum einen, hast du ein Lebensmotto? Habe ich natürlich. Ich frage mich jetzt, ob ich eins habe, was immer so über mir schwebt. Eben habe ich ja schon eins gesagt, wenn dir jemand die Tür öffnet zu etwas, durchgehen, machen. Ja, vielleicht ist das das Lebensmotto. Machen, ausprobieren. Keine Angst davor haben, dass man versagt oder dass es das doch nicht ist. Ich kenne den Druck auch. Also ich habe es ja eben auch gesagt, dass ich jahrelang dafür gebraucht habe, zu akzeptieren, doch, du bist gut da drin. Ja, du darfst dafür Geld nehmen. Du kannst das. Und es ist Arbeit. Es ist nicht nur Vergnügen. Es sind alles Dinge, die wir wirklich lange gebraucht haben. Aber ja, mach es, probier es aus. Und wenn es nicht das Richtige ist, ist es nicht schlimm. Mhm. Also wenn man auch die Lebensläufe der meisten Menschen betrachtet, nachher natürlich, ne? Eben nach 50 oder 60 Jahren, wie viele Menschen es gibt, die 3 Dinge in ihrem Leben gelernt haben, also 3 Ausbildungen haben oder ganz unterschiedlichen Bereichen gearbeitet haben und so. Ja. Aber man denkt immer, man muss sich für eine Sache entscheiden und das muss man dann sein Leben lang machen. Also es ist schon gut, eine Sache zu Ende zu bringen und es auszuprobieren. Also da bin ich schon auch dafür, dass wenn man einen Weg geht, dass man den auch versucht, natürlich bis zum Ende zu gehen und da auch mal ein bisschen drin aushält, weil manchmal zeigen sich die Schönheiten ja auch, wenn man ein bisschen ausgehalten hat. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass man dann da auch sein Leben lang verankert ist. Man darf dann wieder was Neues ausprobieren. Und was war dein größter Erfolg? Na, zu singen natürlich. Und im den Schritt gemacht zu haben in meinem Leben, Sängerin zu sein. Toll. Und das lebst du. Wen bewunderst du? Ich bewundere so viele Menschen für eine positive Haltung. Das, also, ich will wirklich gar keine einzelnen Namen nennen, weil es darum nicht geht.
Also ich war noch nie Fan von einer Einzelperson. Das bin ich nicht. Also das finde ich nicht in mir. Es gibt viele Menschen, die ich großartig finde, aber was diese Menschen gemeinsam haben, ist eine positive Haltung zum Leben, zum Positiven, zum Negativen. Also einfach eine positive Lebenshaltung, das bewundere ich bei allen Menschen. Mhm. Ob das jetzt ein Megastar ist und man deswegen irgendwie vielleicht größere Augen bekommt oder dass hier meine Bäckerin ist, ja, wo ich man auch diese Haltung haben muss, wenn man da jeden Tag freudig steht und strahlt, dann ist das eine positive Haltung. Und dann bewundere ich diese Person genauso wie jemanden, der große Vorträge vor Tausende von Menschen über dieses Thema zum Beispiel hält. So. Und als Sängerin und Künstlerin, was ist dein Lieblingslied? Kannst du das sagen? Moon River. Mm. Ich darf es der ganzen Welt sagen, das soll zu meiner Beerdigung gespielt werden. Ich liebe es. Ich liebe diesen Song. Was liebst du da dran? Alles. Ich kann es gar nicht. Es ist etwas, das kann ich noch nicht einmal auseinanderpflücken. Es ist gefüllt mit so viel Emotion. Es geht wirklich, es geht nicht um die Melodie oder Audrey Hepburn oder den Text und das Ganze, alles, was in diesem einen Song an Information, an Emotion drinsteckt, das erfüllt mich einfach. Und wirklich mal positiv, mal melancholisch, da steckt für mich, ja, was, es gibt es ein Wort? Hoffnungsvolle Melancholie steckt vielleicht da drin. So schön. Schön. Am Ende des Podcasts frage ich immer, um eine Upgrade-Karte zu ziehen. Möchtest du auch eine Upgrade-Karte ziehen? Absolut und gerne. Begeisterung. Wie heißt er auf Nederlands? Enthusiasme. Enthusiasme. Ja. Enthusiasme. Enthusiasmus. Begeisterung. Ja, Begeisterung ist die Motivation, die man bekommt, um seine Arbeit nicht als Arbeit zu empfinden. Ja. Ich fand das auch mal ganz süß, dass meine Nichte, als sie noch ganz klein war, fand sie natürlich meinen Beruf total super und großartig, bis ich irgendwann total erschöpft mal zu einem Familienfest kam. Also wirklich erschöpft und auch schlecht. Also ich sah einfach müde aus und konnte gar nicht gerade reden. Und und sie war so ganz schockiert, wie ich dann jetzt mal so sein konnte. Und sagte dann, ja, aber was musst du denn alles machen? Und ich musste in der Zeit sehr viel lernen, also sehr viel vorbereiten. Ich sage, ich muss so viel lernen. Und sie so, lernen? Du bist doch Sängerin, ne? Also ist immer so ganz entgeistert. Und hat dann, glaube ich, kurz in Zweifel gezogen, ob sie auch Sängerin werden möchte. Aber wenn man das mit Begeisterung macht, dann ist jede Anstrengung, jedes Lernen eben mit Freude gefüllt. Das finde ich total schön. Eine ganz schöne Karte für mich. Begeisterung ist der Antrieb für alles. Ich bin total begeistert, dass wir zwar dieses Gespräch miteinander geführt haben. Ich danke dir unendlich. Ich habe echt auch viel Neues gehört und ich bin sehr inspiriert worden. Und ich hoffe, meine Zuhörer und Zuhörerinnen von dem Podcast hier auch. Ich bin davon eigentlich überzeugt. Mit so vielen schönen Impulsen, die du uns mitgegeben hast. Dankeschön dafür. Danke und also erster Sonntag im Monat Duisburg und 16.06. Köln, um es nochmal kurz festzuhalten. Da könnt ihr schon live erleben. Guckt auf ihrer Webseite, hört euch Reloom an, ich packe alles in die Shownotes und herzlichen Dank, ein herzliches Dankeschön an euch. Tot trau. Dui. Dui, Shanai. Dui, Anouk. Dui.